Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich habe ja im letzten Jahr ein paar Videos zum Thema Geld sparen bzw. Haushaltsgeld gemacht und das kam auch ganz gut bei euch an und deswegen dachte ich, ich erzähle heute einfach mal ein bisschen was zum Thema Finanzen und Finanzen organisieren ganz allgemein. Denn mein Mann und ich haben vor einigen Jahren unsere Herangehensweise an die Finanzorganisation komplett geändert und seitdem haben wir kein Minus mehr und wir haben es sogar geschafft, uns einen Puffer aufzubauen. Und wie genau wir das machen bzw. gemacht haben, möchte ich euch heute erklären. Das Beste an dieser Methode ist, dass es kein super großer Aufwand ist jeden Monat. Also man muss sich nicht jeden Monat hinsetzen und groß Sachen zusammenrechnen, sondern man nimmt sich nur einmal ein bisschen Zeit und davon profitiert man dann mehrere Jahre lang. Hin und wieder muss das Ganze natürlich angepasst werden, je nachdem, wenn sich Kosten ändern, ist ganz klar. Erzähle ich aber gleich auch noch was zu. Und nochmal eine kurze Info vorweg. Es geht heute nicht nur um das monatliche Haushaltsgeld, das heißt das Geld für Lebensmittel und so den sonstigen Lebensunterhalt, sondern es geht halt wirklich um alle Fixkosten ganz allgemein, die man so hat. Wenn es euch gefällt und für euch hilfreich ist, dann freue ich mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und sogar ein Abo dalasst, damit ihr zukünftig keine Videos mehr verpasst. Bei mir kommt jeden Dienstag ein Video online zum Thema Haushalt und Leben mit Kleinkind und ich habe auch in Zukunft noch weitere Videos zum Thema Haushaltsgeld, sprich das, was ich eben gesagt habe, worum es in diesem Video nicht geht, aber da habe ich noch in Zukunft weitere Videos zu geplant. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und zwar war es so, dass mein Mann und ich lange Zeit immer wieder das Problem hatten, dass wir zwar mit unseren Finanzen irgendwie ganz gut hinkamen, aber dann kam Weihnachten beispielsweise oder die Autoversicherung war fällig und auf einmal standen wir da und es war halt ein großer Batzen Geld weg und wir hatten keine Rücklage mehr oder rutschten sogar ins Minus. Das waren Kosten, die uns bewusst waren, von denen wir natürlich wussten, dass sie abgehen, aber irgendwo, ja, vergisst man sowas ganz gerne, gerade solche jährlichen Kosten wie die Autoversicherung beispielsweise. Und wir haben einfach nicht weit genug im Voraus gedacht. Und genau das haben wir nämlich geändert. Wir haben daraufhin unsere kompletten Finanzen neu organisiert, alles in einer Excel-Tabelle. Und wie genau wir das gemacht haben, in welchen Schritten wir da vorgegangen sind, erzähle ich euch jetzt. Noch eine kurze Info vorweg für diejenigen, die neu auf diesem Kanal sind. Mein Mann und ich wohnen zusammen mit unserem 2-jährigen Sohn in einer Wohnung. Wir sind schon vor vielen, vielen Jahren zusammengezogen und haben direkt damals, als wir zusammengezogen sind, ein gemeinsames Haushaltskonto eingerichtet. Von diesem Konto gehen alle gemeinsamen Fixkosten runter, also alle Kosten, die ja unser gemeinsames Leben betreffen. Und jeder von uns zahlt einen gewissen Betrag auf dieses Haushaltskonto ein. Der allererste Schritt ist logischerweise, wie das eigentlich immer ist bei Finanzorganisationen, dass man sich hinsetzt und Gedanken darüber macht, welche Fixkosten haben wir. Denn wenn man einen Überblick über seine Finanzen bekommen möchte, ist es natürlich logisch, dass man erstmal wissen muss, okay, was haben wir überhaupt alles für Fixkosten? Das heißt, wir haben uns hingesetzt, haben eine Tabelle erstellt in Excel und haben wirklich alles aufgezählt an Fixkosten, die wir im Monat haben. Das waren zum einen natürlich so die offensichtlichen Ausgaben wie jetzt mit Miete, Strom etc., aber auch Sachen, die man vielleicht nicht im ersten Moment auf dem Schirm hat, wie Netflix beispielsweise. Lebensmittel, einen groben Betrag pro Monat haben wir da auch mit einberechnet. Die Treppenhausreinigung, der Anwohnerparkausweis, alles. Ihr schreibt alles an Kosten auf. So haben wir es gemacht, wirklich alles. Und da es sich um die monatlichen Kosten handelt, ist halt hier bei dieser Methode ganz, ganz wichtig, dass ihr solche Sachen, die jetzt jährlich bezahlt werden oder auch vierteljährlich, wie das beispielsweise beim Rundfunkgebühren der Fall ist, dass ihr hier euch die monatlichen Kosten ausrechnet. Und hier diesen monatlichen Betrag von diesen Kosten allein schreibt ihr auch in diese Tabelle rein. Denn gerade diese Kosten sind es ja, die man häufig aus dem Blick verliert. Bei mir war das früher immer so, dass ich GEZ vergessen habe. Alle 3 Monate war es bei mir so, wenn ich auf dem Kontoauszug geguckt habe, es war so, oh Schiete, ich habe schon wieder vergessen, dass die GEZ jetzt hier 50 Euro oder wie viel auch immer abgehoben habt. Ja, vergisst man gerne, aber genau das sind dann halt so diese Sachen, die einem in dem Moment, wenn sie dann abgebucht sind, dann doch möglicherweise irgendwie ein tiefes Loch ins Konto reißen. So war es bei uns zumindest früher. Zum Thema Versicherung. Wir zahlen alle Versicherungen, die wir haben, jährlich. Wenn man eine Versicherung abschließt, kann man ja meistens den Zahlungsrhythmus selber wählen.
Und in der Regel oder meistens ist es so, dass wenn man jährlich zahlt, es tatsächlich ein bisschen günstiger ist. Deswegen das als kleinen Tipp, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, zahlt diese Rechnung jährlich, aber ne, trotzdem den monatlichen Beitrag für sich selber errechnen und für sich selber auf seine monatliche Ausgabenliste schreiben. Was bei uns einen riesengroßen Unterschied gemacht hat, ist, dass wir angefangen haben, als wir diese Tabelle das erste Mal erstellt haben, auch Geschenke mit einzubeziehen. Sprich, Geschenke für Freunde und Familie zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Denn gerade nach Weihnachten war es jedes Mal so, dass wir da saßen und gedacht haben, boah, shit, wir haben jetzt echt wieder viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Wir haben jetzt nichts mehr übrig. Wir haben keinen Puffer mehr oder möglicherweise sogar, ja, sind wir im Minus. Was wir also gemacht haben, wir haben uns für jeden, der regelmäßig jedes Jahr Geschenke von uns bekommt, das heißt für alle Familienmitglieder, für alle Freunde, die Geschenke von uns bekommen, hingesetzt und ein bestimmtes Budget gesetzt, ein realistisches Budget, haben das alles zusammengerechnet. Diesen gesamten Betrag, der also für Weihnachtsgeschenke und für Geburtstagsgeschenke für jedes einzelne Familienmitglieder oder für jeden einzelnen Freund alles zusammengerechnet und auch da wieder durch 12, um einen monatlichen Betrag zu erhalten. Und auch diesen Beitrag haben wir uns auf unsere monatliche Fixkostenliste gesetzt. Sprich als Beispiel, wenn ihr für eure Eltern jeweils ein Geschenk für 40 Euro als Budget setzt, für euren Neffen 20 Euro und für die beste Freundin auch 20 Euro, dann kommt ihr insgesamt auf Kosten für Geschenke von 120 Euro im Jahr. Das geteilt durch 12 macht 10 Euro im Monat, die ihr auf eure monatliche Fixkostenliste setzt. Ganz ähnlich handhaben wir es jetzt mit der Kleidung unseres Sohnes beispielsweise. Kinder wachsen ja bekanntlich schnell und sind gefühlt alle paar Monate aus ihrer aktuellen Kleidergröße rausgewachsen. Das heißt, neue Klamotten müssen her und nicht nur so ein bisschen, sondern komplett alles. Die gesamte Garderobe muss ausgetauscht werden. Das kann ordentlich ins Geld gehen und das sind dann ja auch meistens Ausgaben, die man genau in dem Moment irgendwie nicht so wirklich eingeplant hat, mit dem man nicht so wirklich gerechnet hat und die dementsprechend dann noch wieder ein ordentliches Loch ins Konto ziehen können. Das heißt, wir haben grob überschlagen, was das im Jahr ungefähr kostet, haben auch hier wieder den monatlichen Betrag ausgerechnet und das auf unsere monatliche Fixkostenliste gesetzt, logischerweise. Und je nachdem, wie das bei euch aussieht, kann man das natürlich anpassen, ob es jetzt ja, Kinder sind oder wenn ihr ein Haustier habt, Tierarztkosten beispielsweise, das ist ja auch immer nicht ganz günstig und ja, wenn man hier sich beispielsweise pro Jahr ungefähr überlegt, okay, was zahlen wir jährlich ungefähr an Tierarztkosten, sich das auf den Monat ausrechnet und auch das auf seine monatliche Fixkostenliste setzt, hat man dann in dem Moment nicht so einen riesen Batzen ungeplante Ausgaben, die man ausgeben muss, sondern man hat das Geld schon auf dem Konto liegen. Und sowas monatlich zu bezahlen, sagen wir jetzt mal 10 bis 20 Euro im Monat, tut nicht so weh, wie wenn man dann da sitzt und ja, auf einmal irgendwie 200 Euro abdrücken muss. Und das Tolle ist ja, falls diese Kosten letztendlich doch nicht anpassen, hat man Geld gespart im Prinzip. Entweder man ja, leistet sich davon ein tolles Essen, kauft davon etwas für sein Kind oder für sein Haustier, nutzt es ja, für die Urlaubskasse oder man lässt es einfach auf dem Konto liegen, so wie wir das machen und nutzt es als Puffer für Notfälle. Zum Thema Puffer aufbauen komme ich später aber auch nochmal. Kommen wir wieder zu unserer monatlichen Fixkostenliste. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Wir haben uns also hingesetzt und haben wirklich alle diese Kosten mit in unsere monatlichen Fixkosten aufgenommen. Also auch nicht nur Miete und Netflix und Treppenhausreinigung, sondern auch Kleidung für unseren Sohn, Kinderbetreuung, Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke und so weiter. Alles auf den Monat ausgerechnet. Das haben wir logischerweise zusammengerechnet und so wussten wir ganz genau, was wir im Monat alles für feste Kosten haben. Wir wissen genau, wie hoch der Betrag sein muss, den wir beide auf das Haushaltskonto einzahlen, damit alle diese Kosten gedeckt sind und es nicht irgendwann im Laufe des Jahres dazu kommt, dass dieses Konto ins Minus rutscht. Und genau das machen wir. Jeder zahlt einen bestimmten Betrag auf dieses Haushaltskonto, das zusammengenommen genau diese Fixkosten alle deckt. Und noch mehr. Denn wir wollen nicht nur unsere Fixkosten decken, sondern wir wollen uns auch einen Puffer für Notfälle aufbauen. Daher haben wir beide einen Betrag festgesetzt, den jeder monatlich on top noch dazu zahlt.
um einfach so einen Puffer aufzubauen. Und dieser Betrag muss nicht übermäßig groß sein. Also es reichen da ja auch schon 10 oder 20 Euro im Monat. Wenn das beide machen, wenn beide im Monat 20 Euro noch on top dazu zahlen, baut sich so schon im Laufe eines Jahres ordentlich was auf. Immerhin kommen so 480 Euro im Laufe eines Jahres zusammen und jeder zahlt nur im Monat 20 Euro. Das tut jetzt nicht so weh. Dieser Betrag ist natürlich völlig individuell, je nachdem auch, was im Rahmen des Möglichen liegt. 20 Euro war jetzt auch nur ein Beispiel. Das können 50 Euro sein, das können aber auch 5 Euro sein. Ganz egal wie hoch. Es muss natürlich auch realistisch sein. Wenn ein das jetzt selber irgendwie beispielsweise mit seinem persönlichen Konto dann ins Minus zieht, macht das ja auch überhaupt gar keinen Sinn, sondern es muss halt alles realistisch bleiben. Das heißt, wir haben für uns beide einen relativ geringfügigen Betrag festgesetzt, den jeder noch on top dazu zahlt. Und wenn mal die Waschmaschine kaputt geht, hat man etwas, worauf man zurückgreifen kann. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das sind Kosten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Fixkosten sind, von denen man aber trotzdem weiß, dass sie in Zukunft oder in einem bestimmten Zeitraum auf einen zukommen. Geld für den Urlaub zum Beispiel. Tipp von mir, überschlagt grob, was ihr im Monat circa noch zur Seite legen müsstet oder zahlen müsstet, um die Urlaubskosten zu decken. Zahlt diesen Betrag noch zusätzlich aufs Haushaltskonto oder Sparkonto oder je nachdem, wie ihr das handhabt. So hat man keinen dicken Batzen, der auf einmal bezahlt werden muss, wenn der Urlaub ansteht, sondern man kann auf seine Rücklagen zurückgreifen. Und genau das ist es halt das, was wir machen. Wir planen solche Ausgaben im Voraus, eben damit man Rücklagen hat, auf die man zurückgreifen kann. Und so haben wir das beispielsweise auch gemacht, als wir erfahren haben, dass Nachwuchs bei uns unterwegs ist. So eine Baby-Erstausstattung kann ordentlich ins Geld gehen und das wussten wir. Es gibt halt einfach super viele Sachen, die man nicht zu Hause hat, wenn man noch keine Kinder hat, die Babys aber nun mal brauchen. Kleidung beispielsweise. Und das heißt, sobald wir wussten, dass ich schwanger bin, haben wir uns einen bestimmten Betrag festgesetzt, den jeder von uns zusätzlich noch auf das Haushaltskonto überwiesen hat, also wirklich ab Beginn der Schwangerschaft. Und als es dann Mitte, Ende der Schwangerschaft darum ging, die Baby-Erstausstattung tatsächlich auch zu kaufen, hatten wir das Geld schon da. Wir mussten uns keine großen Gedanken machen, wovon sollen wir das denn jetzt bezahlen, sondern wir hatten es schon da. Natürlich auch nur, so macht es auch nur Sinn, soweit es im Rahmen des Möglichen ist. Wenn jetzt die ganzen Einnahmen natürlich nur für die Fixkosten draufgehen, ist das natürlich schwierig, aber an der Stelle kann man sich dann vielleicht überlegen, okay, welche Fixkosten sind auch wirklich notwendig oder dass man jetzt, Budget für Geschenke ein bisschen nach unten setzt oder sich dann überlegt, okay, brauche ich jetzt Netflix und brauche ich Amazon Prime oder was auch immer. Das war jetzt ein kleiner Abschweifer. Aber jedenfalls, wir haben, als wir unsere Baby-Erstausstattung gekauft haben, natürlich trotzdem auf die Kosten geachtet, ist ganz klar, haben nicht einfach wahllos eingekauft, sondern haben da trotzdem natürlich auch aufs Geld geguckt und haben auch Sachen Secondhand gekauft. Aber das Angenehme war halt einfach, dass wir nicht da saßen und gedacht haben, boah, shit, wir haben kein Geld, um ein Babybettchen zu kaufen. Sondern wir hatten das vorher schon, weil wir vorausschauend gedacht haben, hatten wir das Geld schon auf dem Konto. So, diese Organisation unserer Fixkosten haben wir schon vor Jahren gemacht und wir zehren oder profitieren auch heute noch davon. Wir wissen ganz genau, wie viel Geld wir im Monat brauchen, wie hoch unsere Fixkosten sind. Weihnachten oder Geburtstage reißen keine Löcher mehr in unser Konto und ja, wir schaffen es sogar, uns einen Puffer für Notfälle aufzubauen. Alles, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich auch komplett individuell. Jeder Haushalt hat unterschiedliche Fixkosten, legt Wert auf andere Dinge. Aber das einfach nur, das ist halt so mein Grundtipp, überlegt euch, welche Kosten habt ihr monatlich und rechnet auch Sachen, die nicht monatlich gezahlt werden, trotzdem ja den Monatsbeitrag aus, sodass ihr das einfach trotzdem jeden Monat zahlt, auch wenn es nur jährlich abgebucht wird. Das war wirklich life-changing für uns. Das war die beste Entscheidung, die wir jemals gemacht haben und auch die Geschenke, weil das sind einfach Kosten, die fallen immer bei uns an, jedes Jahr Weihnachten. Ist klar, wir haben eine große Familie, das sind viele Weihnachtsgeschenke, viele Geburtstagsgeschenke im Jahr. Und wenn man da nicht vorausdenkt, wird es einfach schwierig.
Und ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. Und dadurch, dass wir das Ganze in Excel machen, ist es halt auch super praktisch, weil man Kosten, die sich ändern, einfach ganz leicht anpassen kann. Als wir umgezogen sind, hat sich natürlich unsere Miete geändert. Wir brauchen auf einmal einen Anwohnerparkausweis in der Innenstadt. Kosten, die wir vorher nicht hatten. Und wir konnten das einfach in die Tabelle eintragen. Auch die Kinderbetreuung, die Kosten ändern sich fast jedes Jahr. Und ja, dadurch muss man nicht immer ständig groß da sitzen und rumrechnen, sondern wir tragen das in die Tabelle ein und Excel spuckt uns dann automatisch, passt den monatlichen Betrag automatisch an, sodass wir dann einfach nur unsere Daueraufträge anpassen müssen. Super easy, ganz leicht, man hat überhaupt gar keinen monatlichen Aufwand groß, sondern man macht sich nur einmal die Mühe, wirklich hinzusetzen und zu überlegen, was sind unsere Kosten. Was sind unsere Fixkosten und was könnte in Zukunft noch auf uns zukommen. Falls ihr noch weitere Fragen zum Thema Finanzorganisation habt, beziehungsweise jetzt nur zu dieser Excel-Methode, wie wir es machen, schreibt es gerne in die Kommentare. Genauso wie wenn ihr Videowünsche habt, auch nochmal ähnlich zu diesem Thema, falls ihr nochmal genaueres zum Thema Haushaltsgeld beispielsweise, wie wir das handhaben, machen möchtet. Ich verlinke euch hier oben auch nochmal die Playlist mit den anderen Videos zu diesem Thema, deswegen schaut da sehr gerne vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig motivieren oder inspirieren, falls ihr Probleme habt, dass ihr regelmäßig immer mal wieder ins Minus rutscht oder euch keinen Puffer aufbauen könnt. Vielleicht konnte ich euch damit ein bisschen helfen, das ganze Thema Finanzorganisation nochmal neu anzugehen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche Dienstag. Bis dann. Tschüss.